Und damit hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 3 im Spiel Fallout 4. Ja, wir waren stehen geblieben auf der Brücke und sollen jetzt in die nächste Stadt gehen. Nehmen natürlich die nächsten Leute wieder aus, sogar nackig. Ui, sexy Schlüpfer. Ui, was haben wir hier? Ein wilder Mischling. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ja, bis jetzt erster Eindruck auf jeden Fall sehr nice vom Spiel. Obwohl ja Fallout New Vegas mich so ein bisschen gegen Fallout gestimmt hat. Oh. Ein wilder Mischling. Oder ist das... Begrüße den Hund. Okay, der scheint nicht... Bist du nett? Red Rocket Raststätte. So, Hund, reden. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Dir geht's gut, Eigentümer. Du bist, du bist ein Streuner. Los geht's, Eigentümer. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Geil, ich hab'n Hund. Komm mal her, hey. Hund. Reden. Wie geht's dir, Kumpel? Oh, keine Tricks. Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Mach Männchen, ja. Hey. Reden? Wie geht's dir, Kumpel? Was können wir noch so machen? Ey, bleib stehen. Wegschicken, egal, holen, holen. Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Gegner, Gegenstände, egal. Hat er gerade gegähnt? Behälter. Ja, findest du hier was Brauchbares, Junge? Okay. Er bellt. Wo bist du? Wow, was ist das für eine Ratte? Ich will mir eigentlich meine Munition sparen. Oh, voll den Kopf abgehauen. Ah, komm, scheiß drauf. Wo denn? Okay, warte, ich brauche mein... Ich will mein Dings benutzen. Schnell! Okay, ich habe keine Punkte mehr. Utz! Utz! In den Arsch! Die anderen habe ich nicht ge... Boah, die machen den Hund kaputt. Boah, wie er ihm den Kopf abgerissen hat. Das ist nicht mal ein Kampfhund. Kommen hier irgendwelche Wüstendinger aus dem Boden? Da liegt noch sein Kopf. Zumindest eine Hälfte davon. Hund, du bist in Ordnung, alles klar. Super Arbeit. Bin ich nicht mehr ganz so allein hier in der Einöde. Aber echt cool, dass man jetzt hier so einen besten Freund des Menschen hat. Maulwurfsleder. Nichts drin. Wir sammeln hier wieder alles auf. Ihr kennt mich. Ich muss alles mitnehmen. Immer lieber wieder den Schlagstock. So, das Telefon noch. Ein Ordner, ein Toaster. Eine Amateurfunkbox. SOS! SOS! Egal. So. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Hier war noch was. Eine Schere. Ich bräuchte ja eigentlich, will ich mal wieder eine Haarklammer haben. Besen. Wo der das alles hinsteckt, frage ich mich. Der hat so einen Multifunktionsrucksack, wo er alles reinkriegt. Aufgepasst. Kronkorken. So, Hund, Befehl. Handeln. Aufgepasst.
Wie geht's dir, Kumpel? Okay, ich kann aber Sachen in den Hund packen, okay. Reden, hey, Junge, und jetzt... Kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Gegenstände, los. Hund hat was gefunden. Ui, hier. Stange Zigaretten. Die lassen sich gut handeln. Wo ist er jetzt hin? Hier haben wir wieder eine Werkstatt. Schmutzige Aschenbecher. Werkstatt. Ich kann mal wieder Sachen bauen. Nee, möchte ich aber nicht. Das heben wir uns schön für später auf. Ui, was haben wir denn hier? Ah, hier können wir eine Kochstation. Können wir braten, Getränke herstellen, Suppe und Verwertbares. Dann machen wir, braten wir mal. Wir haben noch hier, geht auch diese Blähfliegen oder die Kakerlaken. Und dann dürfen wir auch noch die, eine Köterkeule haben wir auch noch. Maulwurfsrattenhappen. Komm, die machen wir mal. Wir braten jetzt ja alles, bevor es schlecht wird. Das gibt gut XP-Punkte. So, noch irgendwas? Nö. Verlassen, jo. So, Hundi, wie nennen wir dich eigentlich? Ich brauche einen Namen für den Hund. Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, wie ich den Hund nennen soll. Und dann schauen wir mal. Bitte vernünftige Sachen. Jugendfreie Sachen vor allem. Ein Labor. Droge, ich kann Drogen herstellen. Was geht denn? Granaten. Oh, ich kann Cocktail herstellen. Molotow-Cocktail. Anfertigen. Das machen wir mal. Heilung. Injektion. Erst Injektor-Munition. Minen. Nö. Wir gehen mal weiter. Haben wir noch was? Eine New Cola. Ein paar Zigaretten. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich werde jetzt doch mal meine Waffe auswählen, wenn wir weiterlaufen. Komm Hund, wir gehen. Wo auch immer ich hin muss, was ist das da? Putz. Putz. War nicht getroffen. Das andere hin. Ah, die fliegen auch weg. Na, dann lass sie wegfliegen. Alter, was ist das denn hier? Boah. Eine doppelköpfige Kuh. Okay, rechts oder links? Gehen rechts, das ist näher. Aufgepasst. Wo ist der Hund? Da ist er. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Leider hat mein Aufnahmeprogramm ein bisschen gesponnen. Ihr habt nicht viel verpasst. Ich bin nur die Straße runtergelaufen, hab zwei Leute gekillt und bin dann in das Haus rein. Und zwar sind hier die Guten nämlich, nehme ich an, und die werden gerade von Plünderern, genau da oben sehen wir die Plünderer, angegriffen. Ja, natürlich erstmal looten. Oh, 6 Haarklammern, läuft. Und wir sollen jetzt den Guten auf jeden Fall helfen, damit die nicht geplündert werden, ist klar. Und dann schauen wir mal. Zielen muss ich mich erst dran gewöhnen hier. Mit Konsole ist das dann doch etwas schwieriger als... Boah, scheiße. Als mit Maus. Aber ich versuche mein Bestes. Oh, habe ich den Hund? Eine verpasst, da oben. Katsching. Komm schon. So, auf jeden Fall werden die Guten hier von irgendwelchen Leuten angegriffen, die die plündern wollen, und wir sollen denen jetzt helfen. Wo sind denn hier welche? Wow. Boah, auf den Kopf. Do it. Oh, nicht getroffen. Machen wir es halt so. Komm, komm vor, komm.
Er möchte nicht. Oh, da unten hockt er. Mit dem Joystick macht sich das echt nicht so cool. Beneide ich gerade alle PC-Spieler. Muss mal aufpassen, wo hier die nächsten kommen. Wo ist er hin? Da oben. In den Arsch. So, weiter geht's. Schnell mal nachladen. So, Energie geht noch voll klar. Obwohl er mich ein paar Mal erwischt hat. Schreibtisch haben wir nichts. Kommode und Toaster. Munition. Okay. Looten wir die erstmal hier. Mäuschen. Hier liegen so Körperteile. Oh, ja, die hat's auf jeden Fall erwischt. Kopf kürzer. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Jetzt fängt's schon an. Da werden wir mal gucken. Handeln. Da werden wir mal was in den... Ey, was in den Hund stecken. Irgendwas, was schwer ist. Gewicht. Hier, Gewicht 3. Ein Besen. Ab in den Hund. Wie viel kann der Hund eigentlich tragen? Oh, hier 10. Blutkäferrüssel. Ja, holen wir auch mal rüber. Ich habe echt keine Ahnung, wie viel der Hund jetzt tragen kann. Leder können wir auch in den Hund stecken. Einfach rein in den Hund. Sachen. Ich muss auf jeden Fall mal später hier... irgendwo die das Zeug auch verkaufen beziehungsweise auch umwandeln. Ist alles so leicht. Hier 1, 3. Hier mal was mit 5. Schauen wir mal. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Ich muss gewichtlos werden. Mr. Handy, Treibstoff. Treibstoff rein in den Hund. Kann der Hund noch laufen? Ja. So. Guck mal hier drüben noch. Das wird es bestimmt noch nicht gewesen sein. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten die Stellung. Auf den Kopf. Ja, lass ihn laufen. Putz, jetzt habe ich den hinten vergessen auszuwählen. Komm Hund, greif an. Jawohl. Alter. Okay, ich hätte auf die Flasche hier schießen können. Gut gemacht, Hund. So, wir nehmen natürlich wieder alles mit, was die hier so haben. Wie da die Kopfteile rumliegen. Patronen sind immer gut. Bei meiner Treffsicherheit sind die richtig gut. Ach nö, jetzt nicht hier. Wir gucken uns das kurz an. Hier Wandgemälde. Auf dem Mond und so. Reicht. Hier geht's nach oben. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon. Die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich geh mal spazieren. Aber ich komm wieder. Und dann seid ihr tot. Geil, komm ran, Digi. Vorsicht. Ganz leise. Okay, ist keiner? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an durchzudrehen. Aber ich treffe natürlich nicht. Putz. Lass mich los. Gut, Hund, gut. Ich will den mal ins Bein schießen. Mann, jetzt stirb. Ich wollte ihn eigentlich ins Bein schießen, dass der Hund den mal kalt machen kann. Oh, ich trage zu viel. Schon wieder. Ah, ich nehme auch irgendwie... Halt, da ist jemand. Achso, das sind die Guten.
Alles mitnehmen. Ah, hier gab es bestimmt noch was zu holen, aber egal, ich gehe jetzt zu den Guten. Ich komme. So, Tür schließen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nee. Minutemen? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Du bist ja richtiger Held, ey. Wer sind diese Leute? Nein, die Welt hat sich verändert. Meine eigenen Probleme. Erzähl weiter. Wer sind die Leute? Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, Belongs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule? Pech gehabt? Ist eine grausame Welt? Klingt hart. Dann machen wir mal... Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Nein, aber sind trotzdem nicht Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Was? Wird das reichen? Sag es mir. Taugt hoffentlich was? Das ist super. Komm, wir verarschen den. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Ein was? Power-Rüstung? Klingt nützlich. Ich werde nicht helfen. Gefällt mir. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Lösung? Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man eine nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren.